Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Endlich mal wieder ein Fashion Haul. Es gab schon wirklich sehr lange kein Fashion Haul mehr auf meinem Kanal. Das hat auch einen ganz speziellen Grund, weil mir fehlte so eine gewisse Zeit einfach die Inspiration und die Lust, irgendwas zu kaufen. Ihr wisst ja, ich habe so ein bisschen was hier für diese Wohnung getan. Ich habe ja auch Louis Zimmer neu gestaltet und so. Und da hatte ich irgendwie mehr Bock drauf, als jetzt neue Sachen zu kaufen. Dennoch habe ich so ab und an so kleine Kleckerkäufe gemacht und die möchte ich euch heute zeigen. Also es wird ein Fashion Haul slash Unboxing, weil ich habe mir auch was bestellt. Einen Teil habe ich auch auf Instagram gezeigt. In dem Live-Haul hatte ich schon so ein kleines Unboxing gemacht. Ich zeige die euch heute auch nochmal getragen, für die, die diesen Livestream mitbekommen haben. Und dann habe ich auch noch was geshoppt, eine Riesentüte von ASOS. Diese hier. Die werde ich heute mit euch zusammen auspacken. Und ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Video. Das ASOS-Paket, das Schönste, bewahre ich mir zum Schluss auf. Das Spannendste, das packe ich gleich aus. Jetzt zeige ich euch erstmal, was ich mir vor kurzem gekauft habe. Als erstes starten wir vielleicht mit den Ohrringen. Also die habe ich zum Beispiel bei Forever 21 gekauft. Finde ich richtig cool. Zu einem T-Shirt oder mal abends, wenn man weggeht, zu einem schwarzen Blazer, könnte ich mir die sehr gut vorstellen. Ich trage im Moment ja sehr gerne so glatte Haare, auch gezwungenermaßen, weil ich Locken einfach im Moment nicht tragen, also machen darf, weil meine Haare so angegriffen sind, finde ich so Ohrringe als Hingucker wirklich total schön und dann so Statement-Ohrringe finde ich mega. Ich habe auch noch anderen Schmuck bei Forever 21 gekauft, den zeige ich euch gleich, aber als erstes möchte ich euch hier diesen schönen kuscheligen Kapuzenpulli vorstellen, zeigen. Ich komme vielleicht mal ein bisschen weiter weg. Das ist so ein schöner, gemütlicher Kartoffelpulli. Kapuzenpullover. Ich habe dazu auch ein ganz langes Shirt gekauft, was auch schön ist, weil im Moment ist ja auch wieder so ein Mix, mal warm, mal kalt, morgens kalt, mittags warm. Ist es vielleicht auch ganz praktisch, wenn man da drunter unter so einem dicken Pullover ein T-Shirt trägt. Auf jeden Fall habe ich mir dann auch dieses T-Shirt gekauft. Das hat so einen V-Ausschnitt und hier oben ist der Kragen halt noch ganz wie so eine Art Joker. Das T-Shirt hat überall so Risse und ist sehr lang geschnitten und ich fand das ziemlich cool zu einer hellblauen Jeans. Manche haben sich im Livestream darüber lustig gemacht, dass ich immer gerne so Klamotten zu einer Jeans kombiniere. Ich trage nun mal sehr gerne Jeans. Ich zeige euch auch gleich meine neue Lieblingsjeans. Auf jeden Fall das da drunter und dann blitzt das so ein bisschen da durch. Und die beiden Sachen habe ich bei Forever 21 entdeckt. Fand ich ziemlich cool. Das T-Shirt hat 16 Euro gekostet und der Kuschelpulli hat 18 Euro gekostet. Dann habe ich mir noch einen total süßen Pyjama gekauft mit langen Ärmeln. Auch sehr schön, ja, so seidig. Ist keine echte Seide, ist klar, ne? Aber das und dazu auch die passende Hose. Ich habe es noch nicht angehabt. Ich hoffe, es passt. Größe S. Müsste passen. Kann man ja auch hier schön zusammenziehen. Nee, kann man nicht. Ist nur fake. Kann man nicht feste zusammenziehen. Ich hoffe, es passt. Und dann... Ich sollte hier vielleicht erstmal aufräumen. Also neben diesen Ohrringen habe ich auch diese Choker hier entdeckt. Das ist so ein Dreierpack. So. Finde ich ziemlich schön, so in Kombination mit den goldenen Ketten, die ich ja sowieso schon fast täglich trage, aber dann kann man das Ganze mal so variieren. Das ist jetzt hier so mein Favorite, die ich so am schönsten finde. Richtig schön. Die haben da auch diese Choker, wo auch so ein paar Anhänger runterhängen. Ihr kennt die, tragen voll viele, aber ich fand die jetzt irgendwie total schön. Am besten von den Ketten, die ich da gefunden habe. Also ihr müsst wirklich mal bei Forever 21 euch die Accessoires angucken. Die haben jetzt mittlerweile auch so Accessoires für zu Hause, so Home-Accessoires. Habe ich vorher noch nie gesehen. So, als nächstes kommen wir zu ein paar Schuhen, die ich gekauft habe. Ich hatte ja in meinem letzten Video, wo ich beim Friseur war, das ist übrigens hier das Nachergebnis, was nicht so wirklich anders aussieht wie vorher. Egal. Ich bin auch nicht nochmal gegangen, für die, die es interessiert. Also ich habe gedacht so, jetzt brauchen meine Haare erstmal ein bisschen Ruhe. Und so schlecht sieht es ja auch nicht aus. Irgendwie braucht der Kopf so ein bisschen Zeit, um sich daran zu gewöhnen. Also sich zu lösen von dem Bild, was man eigentlich wollte. Da habe ich mir diese Schuhe hier gekauft. Ich zeige sie jetzt euch auch nochmal, wie ich sie kombinieren würde. Weil manche in die Kommentare geschrieben haben, ich wüsste jetzt gar nicht, welche Socken ich da dran anziehen sollte. Also so Netzstrümpfe oder so Glitzersocken. Glitzersocken habe ich jetzt noch nicht. Oder eine ganz normale schwarze so Seidenstrümpfe oder Hautfarben. Also da kann man wirklich sehr, sehr viel mitmachen. Ach, ich könnte euch vielleicht auch noch meine Turnschuhe zeigen. Genau.
Also erstmal, dann kommen wir zu einem weiteren Paar Schuhe, was ich mir auch gekauft habe. Irgendwie Schuhe machen am meisten Spaß zu kaufen, ne? Das sind einmal diese, das sind so Sock-Pumps, so heißen die, glaube ich. Das sieht halt so aus, als hätte man Socken an in Pumps. Und ich finde die ziemlich cool. Die habe ich jetzt noch nicht angehabt, weil ich die zu einem speziellen Look irgendwie im Kopf hatte. Zu einem schwarzen Mantel mit einer blauen Jeans. Einem vielleicht grauen Rollkragenpulli oder so, finde ich die ziemlich schön. Die habe ich bei Zara gekauft. Ich habe auch die gleichen nochmal in schwarz. Also vom Absatz her sind die ziemlich gleich. Von Mango allerdings. Da ist der Absatz schon abgelaufen. Die waren nicht so teuer. Ich glaube, die haben 40 Euro gekostet. Die müssen jetzt erstmal zum Schuster. Die sind nicht so hoch, machen den Fuß schön schlank und das Bein so ein bisschen länger und wirklich ein schöner Schuh. Und dann habe ich mir aber auch noch ein paar Sneaker gekauft. Das sind die Adidas Inikis. Die trage ich auch wirklich täglich. Das war so ein Glücksgriff irgendwie. Die habe ich in Düsseldorf entdeckt, als ich beim Nagelstudio war. Das ist so ein Store halt, wo es ganz viele verrückte Turnschuhe zu kaufen gibt. Also an die Düsseldorfer, schreibt mir gerne eine Nachricht. Ich sag euch das, wo dieser Laden ist. Blende euch auch nochmal ein Bild ein, wozu ich die getragen habe. Ich trage die wirklich täglich, so um den Kleinen abzuholen oder zum Einkaufen. Also wirklich echt sehr bequeme Schuhe. Die sind auch unisex, also auch gerne, können auch die Männer tragen. Vielleicht als Partnerlook oder so. Fand ich auch ziemlich schön. Ja, dann möchte ich euch noch meine neue Lieblingsjeans, Kamera läuft noch, meine neue Lieblingsjeans zeigen. Und das war auch ein absoluter Glücksgriff. Das ist die hier, die ist von Seven All Mankind. Die habe ich im Bräuninger gekauft. Seven for All Mankind ist schon eine sehr teure Marke. Die Hose kostet normalerweise 300 Euro. Ich habe sie für 100 Euro bekommen. Ist immer noch viel Geld, aber die ist so bequem und so weich. Also wenn man einmal so eine weiche Jeans angehabt hat, dann möchte man keine billigen anderen Jeans mehr anziehen. Ich weiß, es gibt auch Qualitätsunterschiede bei H&M. Meine andere Lieblingshose, die ist von H&M, die ist auch super weich. Aber es gibt auch so richtig kratzige Jeanshosen, die habe ich auch. Die ziehe ich jetzt nicht mehr an, weil das ist so unbequem. Wenn man einmal dieses Feeling hat, dann möchte man gar keine andere Hose mehr anziehen. Also haltet da auch mal die Augen auf, so im Sale oder so. Ein sehr extravaganten Schnitt, aber ich trage die unglaublich gerne. Kommen wir zu dem Paket von Zalando, was ich im Livestream auf Instagram ausgepackt habe. Und zwar kann ich euch ja sagen, welche Sachen ich davon jetzt behalte, weil ich hatte die in dem Livestream halt nur ausgepackt und vermutet, was ich behalte und was nicht. Das eine, was ich auf jeden Fall behalte, das ist diese Adidas Leggings. Ich verbringe ja sehr viel Zeit zu Hause und deswegen ist es mir auch wichtig, dass ich nicht immer so wie so eine Pennerin zu Hause rumlaufe. Außerdem kann man die auch zum Sport anziehen oder auf dem Flughafen. Kleiner Insider. Ich finde die Farbe richtig schön. Habe ich auch schon angehabt, sind auch schon ein paar Flecken drauf, wie ich gerade sehe. Ich glaube, die kostet 35 Euro. In der Größe S, fragen auch um ganz viele S, ja. Die Leggings habe ich übrigens auch in schwarz bestellt und die werde ich auch behalten. Dann habe ich noch eine bestellt. Die werde ich aber, bin ich überhaupt scharf? Also die werde ich auf jeden Fall zurückschicken, weil die zu klein ist. Aber wenn ihr Interesse habt, also die ist hier an der Seite auch so aufgeschnitten und so ein bisschen enger geschnitten, nicht ganz so weit. Da gibt es auch eine passende Jacke von Adidas. Ich glaube, die habe ich sogar bestellt. Ich glaube, die ist in diesem ASOS-Paket drin. Ich hatte Größe S bestellt und die ist definitiv zu klein. Also das sieht komisch aus. Ebenfalls in diesem Zalando-Paket waren zwei Paar Schuhe für Louis drin von Converse. Und zwar einmal die hier. Die sind für Kinderschuhe schon sehr teuer. 65 Euro kosten die. Die hier. Und dann einmal auch noch in einer anderen Farbvariation. Da habe ich gedacht, so kann er entscheiden, welche er schön findet. Ich stehe im Moment, wie gesagt, auf dieses Dunkelrot. Allerdings muss ich dazu sagen, ich bin im Moment nicht so in Spendierlaune, weil manche haben es vielleicht auch schon mitbekommen, dass wir eigentlich einen Urlaub fliegen wollen in ein paar Tagen und mit Air Berlin gebucht haben. Die, die Nachrichten verfolgen, die wissen, dass Air Berlin ja Insolvenz angemeldet hat und unser Hinflug funktioniert vielleicht, hoffentlich. Also heute haben wir eigentlich die Bestätigung bekommen, aber man weiß es ja eigentlich immer nicht. Jedenfalls, der Rückflug ist gecancelt und ja, wir bleiben einfach in Amerika. Nee, aber wir müssen den Rückflug halt nochmal bezahlen. Wir haben schon für die Hin- und Rückflüge sehr, sehr viel Geld bezahlt, 2.500 Euro. Ja,
Das ist super ärgerlich und deswegen ist mir da gerade im Moment nicht so danach, irgendwelche neuen Sachen zu kaufen. Dann war auch noch eine Jeans dabei, eine blaue Jeans von River Island. River Island ist wirklich eine Marke, die ich sehr gerne trage, beziehungsweise die wirklich coole Sachen haben, wo ich eigentlich fast immer was finde. Und die hat hier unten so, ist hier unten so ein bisschen zerrissen. Hat auch so zwei verschiedene Blautöne, fand ich auch ziemlich cool. Das einzige Problem ist, also sie passt auch, sie ist ein bisschen höher geschnitten. Ich habe einfach zu kurze Beine. Das ist das Problem. Also dieses Gerissene hier ist zu lang. Also wenn ihr ein bisschen größer seid als 1,60, dann kann ich euch die Hose sehr empfehlen. Sie ist jetzt nicht so weich wie meine andere Lieblingshose, aber ich hätte sie behalten, wenn sie wirklich ein bisschen kürzer gewesen wäre. So Leute, seid ihr bereit für das fette ASOS-Paket, das schätzungsweise 4 Kilo wiegt? Also es sind überwiegend Jacken drin. Jetzt so für den Herbst. Auch alle so eher beige gehalten. Alle gleiche Farbe. Was ist das denn? Ach, das ist, glaube ich, die. Das ist mir schon fast unangenehm jetzt. Ach, egal, ich zeige es euch trotzdem. Also, ich habe noch eine Jogginghose bestellt. Aber schön. Also, die ist dunkelblau. Ziemlich schön geschnitten eigentlich, ja. Die hat hier so Rüschen an der Seite. Auch an der Tasche. Also, ich habe es bestellt. Scheint ziemlich groß auszufallen. Ich weiß auch nicht, was da in mich gefahren ist. Keine Ahnung. Okay, also als nächstes ein schwarzer Rollkragenpullover. Ich hatte mir letztes Jahr einen gekauft. Ich habe wirklich nur einen schwarzen Rollkragenpullover, der von H&M im Sale war. Und der ist schon hinüber. Der wirft so viele Fusseln. Auf jeden Fall. Das Besondere ist, der hat weiße Streifen an der Seite. Ist ja so retro-mäßig und das ist ja voll in gerade. Also ich habe Größe S bestellt und der kostet 29,99 Euro. Als nächstes haben wir einen Rollkragenpullover. Ah, ein Set 2. Also wir haben einmal einen grau und einmal einen schwarzen, die eigentlich enger geschnitten sind. Also mal nicht weit, sondern so richtig schön eng. Ich glaube, den werde ich auf jeden Fall behalten. Und dann auch nochmal in schwarz, wobei das in eng und schwarz schon sehr trauermäßig ist irgendwie, oder? Okay, kommen wir zu den Übergangsjacken bzw. Herbstjacken, Übergangsjacken. Bei uns ist ja der Herbst irgendwie immer komplett da oder gar nicht. Also so ein leichter Übergang gibt es fast gar nicht. Also bei mir zumindest nicht. Ich friere immer sofort. Eine Teddyjacke. So ein Mantel. Wie geil. Schaut mal. Zieh den gleich mal an. Als nächstes habe ich hier eine Fake Fur Jacke. Auch eher Mantel, also so Mittellänge. Und was ich ziemlich cool fand, waren diese riesigen Knöpfe in schwarz-weiß. Die fand ich sehr schön. Ich habe ja schon so eine Fellmjacke in einem etwas anderen Ton, auch schon leichter Beige-Ton. Aber die hat keine Knöpfe und das fand ich richtig cool. Oh, guck mal, von innen. Auch ziemlich geil. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Schöne Farbe auch. Kommen wir auch schon zum letzten Mantel. Oh, das ist hier so ein richtig heller Mantel. Der ist so beige-weiß meliert. Toller Stoff, muss ich sagen. Wirklich sehr weich. Ich habe ihn jetzt in Größe X, also in 34 bestellt, XS. Wirklich sehr lang geschnitten, glaube ich. Müsste mir so circa bis zu den Knöcheln gehen. Ja, bin ich sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Und das war es auch schon. Das war es auch schon von meinem kleinen Fashion Haul, ihr Lieben. Ich hoffe sehr, dass wir uns am Dienstag wiedersehen zu einem neuen Video. Da wird es wahrscheinlich einen Styling Talk geben, weil ich habe so ein bisschen was zu berichten zu unserem Flug. Und ich muss noch ein paar Dinge loswerden. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr dann auch wieder dabei seid. Und genau, wenn ihr kein Video von mir verpassen wollt, dann müsstet ihr einmal die Glocke hier unten aktivieren. Das sage ich auch extra zum Schluss. Vielleicht, manche haben es auch noch nicht mitbekommen oder so. Naja, auf jeden Fall hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video sehen und bis wiederholen mich auch. Bis zum nächsten Video. Ciao!